Jo Freunde, was geht ab? Willkommen zu einer neuen Folge bei den Duos of Brothers. Hier direkt aus dem Mittelpunkt in Berlin, Kudamm, hier mit Faruk Abe. Ist doch nichts Fremdes für dich. Du ist nichts Fremdes, normal, ich weiß doch. Auf jeden Fall, ja Freunde. Geht halt ab, wisst ihr Bescheid. Was heute abgeht, so einiges, lasst euch überraschen. Let's go. Ich hoffe, ich habe Geschichte schon bestellt. Lubis. Lubis? Yes. Ich hätte vor ein paar Tagen hier 44 anprobiert, aber die sind zu groß gewesen. Ich habe 43 groß. Ich bin zwar groß, aber meine Füße sind nicht so groß. Deswegen. Die sitzen auch perfekt. Die passt aber nur zum Outfit, aber egal. Haben Sie die Rabatt gegeben? Mit Couture-Top oder? Nein. Aber vielleicht irgendwann mal mit Couture-Top kriegt man die Rabatt. Also Christian Louboutin, falls du das siehst. Ich weiß gar nicht, ob du meine Frau oder dein Mann bist. Auf jeden Fall machen wir fertig. Reicht langsam. Ja, ich trage seit 2013, 14 deine Schuhe schon. Wie soll ich noch ausgeben? Keiner kannte. Ja? Keiner kannte diese Marke, bevor ich die getragen habe. Aber wenn Leute sagen, Fußballer machen, ich schiebe gar nicht. Ich habe diese Marke in Deutschland berühmt gemacht. Wir sind jetzt hier am Kudamm, trinken Kaffee. Sprechen wir ein bisschen in die Zukunft, wa? Wir sprechen ein bisschen in die Zukunft. Dann weiß ich jetzt nichts, aber können wir machen. Warte kurz, Leute, ich kenne Islam jetzt 7-8 Jahre schon. Ja. Ne? Damals hat er keinen Kaffee getrunken. Ich habe noch nie mal einen Kaffee getrunken. Und ich bin sehr oft in Italien, er weiß, da kommt der beste Kaffee her. Die Leute drehen durch, wenn ich keinen Kaffee trinke. Islam, wie kam es dazu, dass du Kaffee getrunken hast? Weiß ich nicht, was du kannst, sag ich ehrlich. Er sagt mir heute, lass mal Kaffee trinken gehen. Ich sag, was? Kaffee trinken gehen? Aber ich bin nicht so ein typischer Kaffeetrinker wie die anderen. Ich mach Kaffee nicht wach. Wenn ich trinke eine Tasse Kaffee, ich kann schlafen. Genau. Komisch. Weil mir umgekehrt. Will er nicht geben. Moment. Aber wie kann ich helfen? Servus, mein Lieber. Und zwar, schluck die Karte und gib zurück. Ja, dann scheint es gelöscht zu sein. Dann bräuchte ich mal das Datum und Einfahrzeit von dem Ticket, bitte. 1.3.24. Aber für die Mühe müsste auch ein Prozent da sein, oder? So ein Euro, gut geschrieben. Musste ich anrufen. Reden. Kollege, die Kamera weg ausmacht, dann können wir mal vielleicht drüber reden. stark, sehr, sehr stark. Mein Bruder Musa. Kreuzberg zu Mainz. Geht euch gut? Sag mal, soll aussteigen, bitte. Geht schon, Bruder. Er sagt, du sollst aussteigen. Ohne bitte, du sollst aussteigen, meint er. Sag, dein Onkel hat geklärt. Er muss nicht kommen, Habibi. Wohin? Zwei so Freunde, jetzt zeige ich euch einmal die ganze Straße, die mein Bruder Junk hat gekauft hat. Wenn ihr in Berlin seid, ist das hier der Place to be. Abgesehen von den ganzen Junk-Gegen hier, ne, müsst ihr auf jeden Fall diese Kiosk, Cafés, alles nochmal abchecken. Let's go, gib mal Gas. Haben wir einmal hier Izmir Köfteci. Ne, brutaler Laden, 10 von 10, wirklich gibt nichts Besseres. Unter anderem sehr, sehr viele Stars schon hier gewesen, die haben selber auch gesagt. Dann haben wir hier einmal Junk hat Späti, ne, nach meinem Bruder Junk hat benannt. Was ihr wollt, gebt alles, aber lasst die Finger von Alkohol. Kauft keinen Alkohol hier. Dann haben wir hier Junk als Friseur, so, Wortspiel, auch angelehnt auf sein Wortspiel angelehnt. Auf Wortspiel. Hammer, ja. Auf Wortspiel angelehnt. Wie würde ich auch. Bekommen? Normalerweise würde ich niemals woanders Haare schneiden gehen, außer bei meinem eigenen Laden, aber der Bruder hat es einfach drauf, deswegen komme ich auch hierhin. Hier nicht zu übersehen, der Übergang stimmt. Stimmt. So, da haben wir doch mal da vorne Janjan Lounge und Café Janjan. Komm, jetzt haben wir einen hier bei meiner Zubi. Nächster großer Sport auf jeden Fall hier, mein Bruder. Löwe. Aber ich tippe alles auf den kleinsten Bruder. Der jüngste Bruder von den absoluten Maschinen, den müssen wir sehen. Es gibt so ein Video, wo wir boxen. Sehr, sehr krasses Talent. Er war auch mal ein Trend, aber deswegen. Schicksal, oder? Ja, also kommen schon sehr viele, ne? Mero war hier, Summer Jam war bei uns Haare schneiden, Mero war Haare schneiden, unser Bruder Islam natürlich immer. Killer Hakan, wer noch? Oh Bruder, sehr viele, lass mich nicht lügen. Sehr, sehr, sehr viele. Bones, Maxwell auch. Auch sehr stabiler Typ. Die waren hier, wer war noch hier? Oh Bruder, sehr viele. Komm mal schnell. Mach mal Auto auf! Was immer lock mal, Mob mal. Islam ist immer lock, mal was ist das? Wo siehst du? Löwe. Ich hab was Besseres. 100% besser und ungesünder. Habibi, du, von ihr selbst. Du bist ein Löwe, siehst du? Das nimmt euch ein Beispiel an so einem Freund. Er hält mich davon ab, Süßigkeiten zu essen und versorgt mich sogar mit besseren Sachen. Wisst ihr Bescheid? Welcher Code war das? Code Dulatov. Maximale Rabatt, sicher Code Dulatov. Link wird hier unten markiert. Gibt Vollgas, Freunde. Let's go! Ich war letztens bei Gucci. Ich hab Code Dulatov gesagt, die wollten mich hauen. Ich will das an, Sido-Konzert oder was? Spontan, ja. Gehen wir zu Sidos Konzert jetzt. Aber wir bleiben wahrscheinlich nicht lange, weil wir haben gleich noch was zu tun. Und ja, mal gucken, wie es wird. Bist du ein Sido-Fan oder? Fan nicht unbedingt, aber ich hab schon seine Musik gehört, ja. Einmal Salit und Haftbefehl von früher. Und dieses Frohe Weihnachten-Song, damals war auch krass. Habe ich sogar auswendig gelernt damals. Er hat schon ein paar coole Lieder auf jeden Fall, ja. Mit Hannibal, der Song war auch gut. Und er hat ein Lied gehabt mit Pajel, glaube ich auch. Will ich mich irren, mit Pajel und noch jemand. Vielleicht ehe ich für den letzten Song auch, aber auf jeden Fall so, er hat schon gute Lieder. Na, da ist voll und wir müssen uns langsam beeilen, das ist das Problem, ne? Bevor das Konzert anfängt, müssen wir... Alles gut, scheiße. Ja, schaut mal hier in den Seitenstraßen. Bruder, wenn ich hier hinter dem Park, ist das Problem? Das ist absolut Seitenverbot.
Ey. Mir fehlt ganz schön, ja, ciao, Bruder. Alles gut, machst du den Job. Haben wir es doch geschafft, Papa zu finden. Ja. War wie eine schwere Geburt. Aktuell ist was steht. Ich sehe, das ist wegen dem Licht. Mal wechselst. Maschallah. Heute ausverkauft? Ja, maschallah. Was sind so die letzten Gedanken, bevor du auf die Bühne gehst? Habe ich Islam gerade gesagt? Genau. Ich könnte auch zu Hause sein jetzt. Selbe Gefühl wie Weightcut, habe ich gerade noch so gesagt. Deswegen der Arme. Aber ist ich gut. Ich freue mich. Ja, ich finde auch schön, dass er da ist. Schön, ich hoffe, dass ihr die Show gut sehen könnt. Und ich hoffe, dass ich gut genug bin. So, ja, das ist immer... Ich habe dich ja schon mal auftreten gesehen, auch sogar in der Arena, glaube ich, jemand. Ja. Deswegen war auf jeden Fall richtig geil geworden. Deswegen, ja, heute wird nochmal ein Level. Also ich muss, wenn heute alles klappt, dann ja, inshallah. Dann wird alles gut. Bist du Bescheid, Bruder, viel Erfolg, bis nachher. Danke dir, Bruder, bis nachher, ja. Wir haben mal den Markt kämpfen, dann auf jeden Fall hier, ausverkaufte Stadion. Ja, Mann, ja, Mann. Sagst du jetzt mal Bock, mit Kontra in Spanien zu machen, für Just for Fun? Ja, klar. Wenn er Bock drauf hat, warum nicht? Das ist ein super Junge. Guter Boxer, oder? Ja, auf jeden Fall. Boxspanien wäre interessant, ne? Ich will auch eine Boxspanien machen. Alles andere würde ich keinen Sinn machen. Warum soll ich mit dem immer machen? Bock schauen, wie lustig. Der Bruder macht seine Musik, lass den Jungen in Ruhe. Lass er seine Musik machen. Reicht schon so, weil wir cool miteinander sind. Wir müssen kein Sparring miteinander machen. Alles Gute zu deinem Kampf, Alter. Danke, Mann. Ja, wie geht's? Wir haben extra Fernseher im Studio aufgebaut und wir gucken, wir sagen, vielleicht 3-4 Runden, Bruder, hast du in der ersten Runde hast du ihn weggeholt. Geil. Ich hab gesagt, ich versuch so lange wie möglich zu machen, 4 Minuten 59, weil länger war nicht drin, Bruder, ja. Bruder, du rasierst sie alle, Bruder. Ich küsse dein Herz. Inshallah, Bruder, jetzt am Weiter. Aber als du standest und ihn gegeben hast, hat keine Chance gehabt. Du hast ihn nicht mal atmen lassen. Das Ding war, mein Bruder fuckt sich ab, weil ich ihn am Boden die ganze Zeit weitergehauen hab. Das Ding war, Bruder, du musst vorstellen, ich sehe den, wie der fällt, sein Kopf, Augen drehen sich weg und so. Ich denk mir, okay, gleich ist er weg. Aber der Bastard, was du vergisst in diesem Moment ist, der ist Schwarzgurt. Weißt du, ich meine, das ist für den, also Schwarzgurt, krasser gibt's gar nicht auf dem Boden. Der ist ein sehr brutaler Bodenkämpfer. Bruder, der macht im Schlaf. Der kann Augen zuhalten, der kann den Submission verkosten, weißt du? Hast du gesagt, einmal kurz meinen Arm gehabt, weißt du, ich meine, zweimal. Hat man ihn noch angemerkt, auf dem Boden war er gut, aber im Stand, du hast ihn gefickt. Direkt, weil ich ihn auch von vornherein direkt gebrochen habe, weißt du? Deine Disziplin und dein Glaube hat sich eingebracht. Danke, mein Bruder, ich küsse dein Herz. Vergiss Bruder, mich das Ding ist, ich weiß, du wach, was, Bruder, ich küsse dein Herz, Bruder. Das Ding ist, Bruder, anders geht das auch gar nicht. Der Sport ist viel zu hart, weißt du? Anders kannst du auch nicht machen. Du musst Vollgas geben, Bruder. Weißt du, am Ende, das Ding ist, ich wache jeden Morgen auf, 5 Uhr morgens steht mir, Bruder, gar keinen Bock, jetzt laufen zu gehen. Aber das Problem ist, Bruder, stell dir vor, du hast in 3 Wochen deinen Kampf. Entweder du gehst oder du kriegst Schläge, weil der macht das auch. Weißt du, ich meine? Ja, normal. Du musst immer mithalten. Hast du einen Wunschgegner, den ich immer gerne kämpfen sehen würde? Auf jeden Fall gegen Conor McGregor. Ich weiß, Islam würde ihn die Fresse polieren. Islam, sein Ehrgeiz und sein Glaube würde diesen McGregor wegboxen. Ich würde dann sogar, ich war noch nie in Las Vegas. Ich würde sehr gerne mal nach Vegas fliegen, seinen Kampf gucken, ein bisschen zocken und so. Und da wäre ich auf jeden Fall am Start. Was sagst du, Islam letzten Kampf? Hast du ihn gesehen? Sein letzter Kampf war brutal. Ja, Mann, ich war mitten in Session, wir haben Musik gemacht. Toni hat Fernseher in Studio reingestellt und wir haben seinen Kampf geguckt. Aber wir wollten noch ein paar Runden, weil war sehr interessant. Aber was soll ich sagen, Islam hat die erste Runde platt gemacht. Der arme, Alter, der sah aber auch aus, Alter. Islam auf die Eins. Wie geht's dir, ist das gut? Handele, super, dankeschön. Hast du den Kampf von Islam gesehen? Natürlich. Was sagst du, Leistung? Mashallah, Mashallah, Mashallah. Und nochmal Mashallah. Ist irgendjemand, den du gerne als Wunschgegner sehen würdest, Islam? Hast du einen Wunschgegner? Das, was er sich am meisten wünscht, würde ich ihm wünschen. So. Das würde ich sagen, wenn er einen Wunsch hat, dann würde ich ihn bei dem Wunsch als Freund unterstützen. Würde ich sagen, hoffentlich kriegt er den und dann haut er den auch über die Seile oder was. Was sagst du, Islam, gegen Conor McGregor, wer macht das? Er ist Conor McGregor, Bruder, ja. Er tut ihn in seine Whisky-Flasche rein. Da sein und lass uns das Ding heute kaputt machen. Danke, dass ihr da seid. Hallo Freunde, alles klar? Na, ich bin auch dabei, na klar. Ich habe ganze Sache gebaut hier mit meinem Schwager Marek. Ja, wirklich. Ich habe Baupläne gemacht. Aber scheinbar nicht frei machen. Bevor ich auf die Bühne gehe, die letzten Gedanken ist, jetzt wirklich sowas in der Richtung. Ich muss mir die Aufregung ein bisschen wegmachen immer, weißt du? Aber ich glaube, wenn ich nicht aufgeregt wäre, dann würde ich es nicht ernst nehmen. Aber geht die Aufregung nochmal weg? Ja, sofort. Sobald ich draußen mit Bühne Licht angeht, bam, bam, alles weg. Ich bin jedes Mal nervös, zum Glück. Wie gesagt, wenn ich nicht nervös wäre, glaube ich, würde ich es nicht ernst nehmen. Und ich bin den Leuten schuldig, dass ich das ernst nehme. 2-2-1. Fahrstuhlkämpfer, die gehen ein Fahrstuhl, aber boxen sich alle gegen alle so. Einfach 5-6. Jungs gegen Mädchen. Ich kenne so ein Video, da geht Licht aus dem Fahrstuhl und da kommt aus so einer Klappe so ein Muselmädchen rausgeknallt. Alter, ist Psycho. Oh.
Applaus für Nico Santos. Boah, Bruder, das ist krass, ja? War geile Stimmung auf jeden Fall, gut. Aber ich fand am geilsten, wirklich muss ich sagen, als er zusammen mit Samra gerappt hat, fand ich, war die Stimmung am wildesten, ja. Vielleicht war es auch, weil es bei uns auf der Seite war, aber auch so von Musik, der ich feier Samra übertrieben. Deswegen, ich fand das Ganze war einfach großes Kino, Bruder, ja, heftig. Allein wie Kontra sich da hochgezogen hat. Krank, ja, oder? Das war heftig. Ohne Sicherung. Ja. Wirklich, also krass, Respekt an Kontra auch, Bruder. Halle war am Platz und war ausverkauft, die Stimmung. Echt brutal. Okay. Danke nochmal für die Einladung auf jeden Fall. Vielen Dank, Leute. Wir kommen gerne wieder. Alles coole Jungs, wirklich. Kontra, der Sido, auch Wessel, sehr, sehr cooler Junge, kennen auch so lange. NRW, weiß Bescheid. Samra natürlich sowieso, Bruder. Ist ein sehr, sehr guter Bruder von uns. Ne? Und das ganze Team generell, Toni, Hamza, Bruder, top Jungs. Ich sag, einer der bodenständigsten Menschen, die ich jemals kennengelernt habe. Und auch schon vom ersten Tag an, ne? War er schon immer schon so gewesen und so. Deswegen hält das auch immer so gut mit uns. Wo geht's jetzt hin? So, jetzt gehen wir was essen, auf entspannt. Das Ding ist, wir sind ja nie so, wir können nie zu lange bleiben. Also, wir sind ja sehr, sehr früh abgekommen. Wir haben 22 Uhr gerade gemacht. Wir sind halt nicht so die, sag mal, die so lange. Ich glaube, das gibt bestimmt noch eine Stunde oder eineinhalb Stunden locker. Okay. Alles gut. Kurz vorbeikommen, sich blicken lassen. Hallo, tschüss. Kann sich meine Schüler jetzt auch nicht festkleben. So, Freunde, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. An dieser Stelle, vergesst nicht zu supporten, liken, teilen, abonnieren, was auch immer. Und ja, bis zum nächsten Mal. Pa.